Morgen, es ist Dienstag und wir haben es kurz nach 9. Mogi ist gerade in der Kita angekommen. Ich hatte ihn gerade rübergebracht. Hallo. Servus. Und ja, wir haben uns jetzt Frühstück aufgetischt. Es gibt Brötchen und lecker Kaffee. Und dann wird jetzt erstmal gefrühstückt und dann melde ich mich später bei euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Vlog. Das sieht ja richtig lecker aus. Die Tasse hat auch schon den Weg her. So, wir waren jetzt schon, ach du Schande, ein bisschen fleißig. Also Patrick hat schon einmal komplett durchgesaugt. Ich habe die ganze Wäsche, die aus dem Trockner kommt, einsortiert in den Schrank. Habe zwei Maschinen schon gewaschen. Also die zweite ist jetzt noch drin. Und wir haben es jetzt gerade mal 11:45 Uhr. Wir sind schon gut in Gang hier auf jeden Fall. Patrick muss jetzt aber gleich zur Arbeit und ich lade gerade den Blog von gestern hoch, beziehungsweise das ist jetzt fertig mit Konvertieren. Okay, hier geht einfach irgendwas ab. Und dann lade ich ihn hoch, sodass er um 15 Uhr online gehen kann. So, und ich wollte auch wieder jemanden grüßen. Habe ich gestern in dem Blog irgendwie ein bisschen vergessen. Muss ich mal gucken. Ich habe hier mein Handy. So, müssen wir Videopause machen? So, und zwar möchte ich Anni2211 grüßen. Liebe Grüße an dich, ich freue mich, dass du immer fleißig zuguckst und immer fleißig meine Videos likest. Da freue ich mich ganz, ganz doll drüber und ich hoffe, dass du auch weiterhin wieder dabei bist und wir uns sozusagen sehen. So, und beim nächsten Mal wieder jemand anderes. Also einfach Hashtag Glocke aktiv unten reinschreiben. Und dann grüße ich euch. So, ich mache mir jetzt erstmal einen Cappuccino. Wir haben es zwar schon Mittag, aber wartet kurz, ich will einen Cappuccino. Kater. Aber ich trinke eigentlich den ganzen Tag über verteilt Cappuccino oder Kaffee oder... Wenn es halt kein Cappuccino ist, dann ist es halt ein Energy. Also von daher. So. Ich bin auch so eine Kaffeetrinker, Cappuccino-Lover, was auch immer. Also wie gesagt, ohne mein... Ich weiß nicht, ob es am Koffein liegt oder einfach nur am Geschmack oder am Zucker. Ich brauche das. So. Huch. Jetzt noch einen Schluck Milch und dann ist fertig. Und ich taue jetzt erstmal die Hühner hier unten auf. Die da. Weil Patrick bestimmt heute Abend was essen möchte. Und gestern hat er mich angemietet, dass ich die nicht aufgetaut habe. Und zu meinem Cappuccino gönne ich mir von Vasa sind das so eine Cracker. Eine Tomate Oregano. Und die Kekse habe ich mir auch noch hingestellt. Ja, wie gesagt, eigentlich ist Mittagszeit, aber ich habe eigentlich nicht so wirklich großen Hunger. Deswegen werde ich jetzt nichts kochen, sondern werde einfach nur ein paar Snacks essen, Cappuccino und fertig. So, ich habe es mir jetzt auf der Couch bequem gemacht, habe mir hier meine Decke genommen und ja, werde jetzt noch, jetzt ist es kurz vor 1, noch ein bisschen die freie Zeit genießen. Bin ja alleine, habe ja heute auch schon gut geschafft, also schon einiges gemacht und da kann man auch sich auch mal kurz 5 Minuten hinsetzen. Und ich habe überlegt, ich hätte mal wieder Bock, eine Verlosung zu machen. Ich weiß aber noch nicht so richtig, was. Also ich bin da noch ein bisschen... Also ich überlege mir das noch, was ich verlosen möchte. Ich habe hier übrigens auch noch... Da. Verwechselt. Da. Da ist noch das eine Glowcon-Paket. Diese eine Goodiebag, die Sarah und ich zusammengepackt habe. Das ist die von Sarah. Da hatte sich die Gewinnerin nicht gemeldet. Ich überlege, ob ich das jetzt neu verlose. Da sind ja ein paar schöne Sachen drin. Vielleicht zeige ich euch. Ich zeige euch die einfach mal. So, hier ist das gute Stück und da liegt der dicke Mobby. Der guckt gerade raus, weil da jemand gerade vorbeiläuft. Und ich zeige euch mal ein paar Sachen. Und zwar von Got2Be diese Trockenwäsche. Die ist echt gut, die habe ich mir schon nachgekauft. Dann ist hier drin von Vegans New Spirit Rooibos Earl Grey Tea. Das ist so ein Pulver. Dann haben wir hier eine Highlighter, nee, eine Contouring Palette von Essence. Dann ein
Sagt schon, ein Eyeliner. Hier, so ein Pöttchen. Ein Pinsel, also ein Blushpinsel von Essence. Ich muss hier Kram. Dann von La Vera eine Foundation. Die habe ich auch schon benutzt, die ist echt gut. Kram. Was haben wir hier? Wimpern von Essence. Dann eine Highlighter-Palette von Catrice. Ein Lippenpflegestift von BB. Dann nochmal Wimpern von Adele. Die sind echt gut. Kann ich auch nur empfehlen. Dann auch noch was für die Frau. Einmal diese Binden für unterwegs. Dann haben wir hier, so ein Duftbäumchen. Magic Rainbow. Also kann ich sagen, riecht auch sehr gut. Halt einfach so Zuckerwatte oder so. Dann eine Mascara von L'Oreal ist sie, glaube ich. Miss Baby Doll. Ja, von L'Oreal. Dann haben wir hier noch einen Kajal. Den fokussiert er natürlich gerade nicht, weil er zu klein ist. War es das schon? Ist es schon alle? Nein, es hat doch noch was geklickt hier. Dann noch einen, auch ein Eyeliner von La Vera. So, und ich glaube das... Nee, hier ist noch was. Wartet. Von Reval de Loupe ein Eyeshadow, so ein schönes Braun. Und von Love oder L-O-V, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich kriege das gar nicht auf mit einer Hand. Ah! Vor allem nicht mit der linken. Ich muss mal kurz die Hand wechseln. So, mal gucken hier. Geh auf! Wartet mal kurz. Okay, ich glaube, den kann ich dann nicht mehr verlosen. Da bin ich mich gerade voll mit dem Finger reingeditscht. Also mit dem Fingernagel. Man auch hier sieht hier, meine Decke hat alles abgekriegt. Gut, dann werde ich den wohl wegmachen. Das war übrigens ein Blush mit Spiegel. Ja, und dann ist das gute Teil auch leer. Aber ich denke mal, das ist hier, liegt das alles. Mehr als genug. Also ich glaube, da werde ich noch eine neue Verlosung draus machen, weil sich, wie gesagt, der Gewinner nicht gemeldet hat. Und dann haben andere die Chance dazu, das zu gewinnen. So, dann sage ich jetzt mal einfach, wie gesagt, schade um den Blush. Aber den kann ich euch ja so nicht mehr anbieten. Und ich habe jetzt den ganzen Blush auf der Decke. da machen wir jetzt da eine Verlosung draus in diesem Vlog. Das heißt, schreibt unter diesem Vlog, was schreibt ihr denn drunter? Ja, schreibt mir einfach ein nettes Kommentar. Dann müsstet ihr meinen Kanal abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben geben. Und zwar machen wir die Verlosung bis... bis zum 3. Februar. Ich werde dann am 4. das Video hochladen. Also bis zum 3. Februar habt ihr die Chance, nochmal dieses Paket zu gewinnen. Dieses kleine Beauty-Paket. Und ja, wie gesagt, hinterlasst einen Kommentar. Netten. Abonniert meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Dann seid ihr schon im Lostopf. Ich wünsche euch viel Glück. So, ich habe mich jetzt angezogen. Also jetzt ziehe ich noch meine Weste über. Also bei den Nakitano-Pullover braucht man echt keine dicke Jacke mehr drüber ziehen. Die sind echt dick, dick genug, die Pullover. Da reicht eine Weste drüber. Und es ist jetzt kurz nach 3 und dann werde ich jetzt nämlich meinen kleinen Mobi abholen. Und mal gucken, wie er heute aus der Kita wiederkommt. Wie gesagt, er ist jetzt schon wieder total verrotzt. Heute Nacht total panisch aufgewacht und keine Luft gekriegt und was weiß ich nicht noch, aber den Nuckel auszuspucken, nee, darauf ist er natürlich auch nicht gekommen. Ja, auf jeden Fall war die Nacht wieder sehr, sehr kurz. Ich denke mal, das sieht man mir auch doll an. Aber ganz ehrlich, wenn ich zu Hause bin, habe ich keine Lust, mich zu schminken. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr euch dann trotzdem hinstellt und trotzdem noch Make-up ins Gesicht schmallert. Also, ich bin da nicht so der Mensch. Ich habe 1000 Make-up-Utensilien und Sachen und was weiß ich alles. Aber irgendwie benutzen tue ich das alles nicht. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt auf so eine Schminksammlung von mir, wird auf jeden Fall ein langes Video, dann könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben und dann drehe ich die mal für euch ab.
ich habe jetzt Castell geholt und bei uns gibt es jetzt mal eine kleine Stärkung. Das ist ein halbes Milchbrötchen mit Milchcreme und ein paar Weintrauben. Und hier ist Fencheltee, weil er trinkt momentan wieder sehr viel Tee. Finde ich auch gut, kann man immer trinken. Und ich habe ihm diese süße Latrose angezogen, die war, ist immer noch zu groß, die war auch ewig zu groß. Aber die ist so süß, ich zeige euch die mal nachher komplett. Mit so einem ganz einfachen Basic von Kick ist das für 1,99. Die sind aber super, die sind schön dünn und für die Wohnung optimal. Also manchmal frage ich mich, was die Nikita da isst zum Mittag, weil Kassel hat jetzt ein halbes Milchbrötchen gegessen und das war echt ein Riesending. Das hatten wir gestern von Tonke mitgebracht und da war noch ein halbes übrig. Und dann hat er noch Weintrauben gegessen und jetzt hat er noch gerade eine Bulette gegessen. Und er guckt jetzt schon umher. Ah ne, jetzt hat er gebäuert. Also scheint es dann doch mal zu reichen. Also es ist schon Wahnsinn, wenn er nach Hause kommt. Erstmal trinkt er seine Flasche leer, komplett. Also 150 Milliliter, wenn nicht sogar noch mehr. Und ja, dann wird doch auf jeden Fall gut gegessen und Armut ist er dann auch nochmal gut. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich war heute Suppentag oder so. Und übrigens habe ich mich doch ein bisschen zu Concealer aufringen, umringen, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Concealer aufgetragen, weil es ja doch relativ schlimm aussah. Aber es ist jetzt bei uns auch schon relativ dunkel, wie ihr gerade merkt. Ich kriege hier das Fernsehlicht hier, immer blau, mal rot. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Concealer aufgetragen, weil ich doch nicht so schön aussah, auch vor allen Dingen hier über dieser Stelle. Immer wenn ich irgendwie krank werde oder mein Immunsystem nicht so auf der Höhe ist. Wartet mal kurz, müssen wir kurz Castell von der Couch helfen. Bist du fertig mit Essen? Dann darfst du gehen. So. Und ja, immer wenn mein Immunsystem nicht so auf dem Posten ist oder ich krank werde, kriege ich so eine Ekelgrippe und ach, das ist eklig. Ich habe zwar da so eine super tolle Creme, also die ist wirklich top, wenn man das schon merkt, dann kann man das auch mal, das ist so ein paar Tagen weg. Aber es ist trotzdem immer eklig auch, so, vor allem wenn man im Verkauf arbeitet und viel mit Menschen zu tun hat, ist es halt hässlich, ne? So, ich habe es uns jetzt mal ein bisschen gemütlich gemacht. Wie ihr seht, im Hintergrund sind überall Kerzen an. Hier ist auch alles an. Da auch. Also, ist jetzt richtig schön gemütlich. Ja, meine Mama kommt jetzt gleich. Passt dann auf den Kleinen auf und bringt ihn dann ins Bett. Das ist ja schon kurz vor halb, also die müsste ein paar Minuten dran sein. Und dann gehe ich zum Training. So, ich bin jetzt im Trainingsraum. Es ist noch keiner da. Es ist jetzt 5:45. Das heißt, sie werden ja so langsam alle eintrudeln. Ich werde erstmal vorne das Tor aufmachen und dann können sie alle kommen und dann geht's los mit Training. Schon wieder seit einer Weile zurück und Patrick ist noch schnell zu Rewe gefahren für sein Frauchen, weil ich irgendwie Bock auf Saft hatte und er holt mir jetzt Saft. Ich habe irgendwie, irgendwo hatte ich gesehen Ananas-Kokossaft bei irgendeinem Blog und irgendwie habe ich seitdem total Bock drauf. Und witzigerweise ist es jetzt schon 3:09 und Mogi springt hier immer noch rum. Also wir kriegen ihn heute nicht ins Bett, er ist auch überhaupt nicht müde. Er hat in der Kita wohl über 3 Stunden Mittagsschlaf gemacht und deswegen wird da jetzt scheinbar noch richtig schön wach sein. Man braucht ja nicht mehr so viel Schlaf in dem Alter. Naja, mal schauen, wann er ins Bett geht. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall diesen Vlog beenden. Denkt an die Verlosung. Abo da lassen, Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar hinterlassen. Dann könnt ihr das Beauty-Paket gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut!